Und ein herzliches Willkommen zurück zu God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von Nür, Gameplays als Hobby und gerade unterwegs zurück zum Tempel, um mir diese legendäre Zwergrüstung schmieden zu lassen. Und da bin ich echt mal gespannt, was das ist. Und was die einbringt. Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen. Hier sind wir jetzt, okay. Hier ging es, glaube ich, zurück. Yep. So, soweit ich weiß, habe ich hier generell keine Dings mehr gesehen. Beziehungsweise gehört, also keine Raben mehr. Ich nehme an, die letzten zwei, die finde ich in Nilfheim, weil da war ich noch nicht. So. Ihr habt die legendären Materialien? Unglaublich! Oh, ist das aufregend! Lasst mich beim Tempel und wir fangen sofort an! Mach mal. Ich hätte eigentlich zum Portal hochgehen können. Aber hier gibt es, glaube ich, auch gleich ein Portal nochmal. Denke ich doch. Irgendwie mussten wir auch hierher gekommen sein. So, gehen wir doch einmal in den Tempel. Auf die Rüstung bin ich jetzt echt mega gespannt. Mimir, warum hast du Bifrostkristalle in den Augen? Ein nett gemeintes Geschenk der Riesen. Da ich so viel zwischen den Welten gereist bin, dachten sie, das wäre praktischer für mich, als ein Kristall, den ich verlieren könnte. Hat's wehgetan? Nein, ich hatte mich in weiser Voraussicht mit 16 Humpen Agirstöchterbier gewappnet. Habe ich sogar versucht, die Riesen zu überzeugen, sie in meine Brustwarzen zu setzen. Hätte ich fast überzeugt. Stell dir das mal vor. Mimir mit Bifröstnippeln. Das waren noch Zeiten. Schon gut, schon gut. Ich höre jetzt auf. Wie geil. Mimirs Sicht. Wenn die Riesen jemanden genug vertraut haben, um ihm beim Bereisen der Welt zu helfen, haben sie ihm Bifrostkristalle in die Augen gelegt. Tyr hatte sie und Mimir hatte sie auch. Da hat er echt nochmal Glück gehabt. So. Ihr Jungs strahlt ja richtig. Naja, der Kleine jedenfalls. Den Großen erkennt man kaum hinter den Flusen, die er Bart nennt. Wir haben die Materialien, aber sie sind so seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so... Kehricht? Kehricht? Geht dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Wie Öl- und Wassertrophäe erhalten. Feuer des Ares, schwerer Runenangriff. Ein Schmetterschlag, der eine feurige Welle aussendet. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Wehe, das war jetzt das, was ich kriegen sollte. Zwergen gefallen, erledigt. Gelobt sei der König. Können wir noch etwas für dich tun? Nee, nur schön, dass ihr klappt. Ah, ja, dasselbe gilt für euch. Ha! Hast ihm gesagt, was er hören musste, habe ich den Eindruck. Hab ich längst. Wie du sagst, wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental werde.
hast hoffentlich nicht wieder mit deinem Bruder Streit. Nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist, heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstamm zu pflegen habe. Ach ja? Wen denn? Tja, ihr seid wieder hier, oder nicht? Stimmt auch wieder. Das war's denn sein. Ah, das ist das hier dann. Ja, ob das Sindris königlicher Zwergenbrustschild. Okay, gibt zwei verschiedene also. Okay. Man kann also nur eine Art davon machen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist als das, was ich habe. Verstehe. Wolltest mir nur mal tief in die Augen sehen. Schade, ich hatte jetzt gedacht, es gibt irgendwie so eine Art legendäre Rüstung. Okay. Das heißt, wir haben jetzt, ich habe ja diese goldene Medaille bekommen von PlayStation. Das heißt, wir haben alle Zwergengefallen gemacht. Das heißt, die Nebenaufgaben sind jetzt auch alle komplett fertig. Ich werde jetzt mal nach Nilfheim gehen. Und schauen, was dort passiert. Beziehungsweise, was ich dort zu tun habe. Da wir den Schlüssel haben, können wir die große Tür jederzeit öffnen. Sehen wir uns um. Da war meine Freundin auch noch nie. Das heißt, die Welt wird auch neu für mich sein. Da bin ich echt mal gespannt. Was, das soll ja dann die Welt der Zwerge sein, ne? Oder der Dunkelelben, irgendwie sowas. Bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Haben die was hier zu sagen? Nee. Gut, dann gehen wir direkt mal weiter. Jemand wohl hierher verschlagen könnte, aber da sind wir. Riecht ja schlimm. Die Welt des Nebels. Verlorene Sprache abgeschlossen. Oh. Was ist das denn? Seltsam. Ja, seltsames Material. Okay. Ich hätte es auch eher Hacksilber erwartet, aber... Wie sieht denn die Karte aus? Okay. Was ist das? Dieser Nebel ist verflucht. Verflucht? Ganz recht. Wenn man ihn zu lange einatmet, ist er tödlich. Ein Grund mehr, Nivelheim zu lieben. Okay. Das sind diese Pflanzen, nehme ich mal an. Könnte man die nicht irgendwie einfach kaputt machen?
Junge. Ja, Vater. Mal sehen. So, was haben wir hier? Ivaldis Fluch. Kehrt um. Auf diesem Ort liegt der Fluch von Ivaldi, dessen Talente die Götter von Asgard bedrohen. Die Alchemie meines Vaters verwandelte den Nebel von Nilfheim in eine Waffe, die sich gegen ihre Schöpfer wendete. Seine Fähigkeiten als Erfinder und Handwerker suchten ihresgleichen, doch es waren seine Begabung und sein Genie, die den Zorn der Asen auf sich zogen. Und so kehre ich, Mozognir, mich von diesem Ort ab. Kehre mich vom Zwergenvolk ab. Ich begebe mich auf die Suche nach Zuflucht und selbst auferlegten Exil nach Midgard. Wer nicht aus diesem Reich flieht, wird mein Vater im Grabe Gesellschaft leisten. Mozognir, Sohn des Ivaldi. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall kein Hacksilber. Aber alles machbar. Ach, guck an, er schon wieder. Ah, wie nett, euch hier zu sehen. Oh, doch noch eine Nebenaufgabe. Dich habe ich nicht erwartet, Sindri. Der Nebel ist widerlich. Glaubst du, verfluchter Nebel macht mir was aus? Stimmt, tut er. Ich tüftle an einer Rüstung, die die Wirkung abschwächt. Das Material dafür ist hier in Ivaldis Werkstatt, aber es ist natürlich von diesem ekelerregenden Nebel bedeckt. Gleich kommt's. Es heißt, so eine Rüstung befände sich in der Hauptkammer der Werkstatt. Der Eingang ist versiegelt, aber mit genügend Nebelechos kann ich euch einen Zugangsstein machen. Sag ich. Okay. 500 Nebelechos brauche ich, okay. Haltet euch aber nicht zu lange in dem Nebel auf. Der Gestank setzt sich in Haaren, Waffen, Rüstungen fest. Ich fasse nichts an, dass ihr nicht im Feuer Muspelheims von allen Tierchen befreit habt. Tödlich ist er auch. In der Werkstatt dürftet ihr genügend Nebelechos finden. Am Leben zu bleiben ist schwieriger. Ach, das kriegen wir bestimmt hin. Oh. Hier steht was. In diesen verfluchten Ruinen gibt es seltene Nebelechos für prachtvolle Rüstungen. Die Gegner, Fallen und Schätze werden bei ihrer Rückkehr zurückgesetzt. Fliehen sie mit was sie können, sonst werden sie zum neuen Opfer der Werkstatt. Oh, okay. Das alles ordnet sich jedes Mal wieder neu? Unglaublich. Atreus, konzentrier dich. Dies ist ein gefährlicher Ort. Die Kreativität der Zwerge. Beeindruckend und gefährlich. Okay. Einfach mal so weit wie möglich. Hallo? Ich komme zu dir. Okay. Gleich wieder, ja. Wow, weg da. Vorsicht!
Okay. Komm, hier ist doch gar kein Nebel mehr. Ist alles in Ordnung? Hupala. Was? Komm schon, steh auf, Bruder. Na super. Oh, das ist ja echt interessant gemacht hier. Also mein ganzes Nebel-Echo ist schon wieder fort. Okay. Auf ein neues. Die Truhe war fein nicht hier, ja. Okay, die Truhe scheint hier wohl immer zu stehen. Okay. Ein schnelles Spiel hier. Bin ich doch eigentlich nicht im Nebel. Ihr zwei seht nicht gut aus. Wo kommt der? Helle. Ein Moment! Alles wird gut. Bereit, Vater!
Was? Warum? Achso, der Nebel. Okay, ich brauche wahrscheinlich wirklich erst diese eine Rüstung, damit ich hier echt weitergehen kann. Echt interessant. Gut, dann bleiben wir erstmal am Anfang. Sammeln da so ein bisschen was und dann holen wir uns erstmal die Rüstung. Oh, na super. Ach, Kelle, das kann doch nicht wahr sein. Okay, diesmal ist hier nur die eine Truhe. Okay, hier haben wir nichts. Hoppala. Eigentlich wollte ich dahin. Das gibt's doch nicht, ey. Was an Scheiß durchlaufen in Ordnung, aber da an die Seite rein? Hm. Und noch einmal, weil es so schön ist. Och nö, warum jetzt Dunkelalben? Alles nur nicht Dunkelalben, ich hasse die. Ich bin schon wieder fast tot. Meine Fresse, nee. Da geht's ja zurück, ne? Was passiert denn, wenn ich wieder zurücklaufe? Und dann wieder hierher gehen. Habe ich dann direkt hier am Anfang wieder so gute Truhen, die hier so schön mal viel was geben, oder? Achso, nee, jetzt bin ich wieder hier. Wow, das war knapp. Komm, wir gehen jetzt mal raus, mal schauen.
Ihr solltet in nebelfreies Gebiet gehen. Bin ich gerade dabei. Wie viel haben wir denn jetzt? Bestimmt noch nicht genug. Die hat hier wirklich ziemlich gewütet. War allerdings vorher schon kein Hingucker. Aber die Echos sind noch da. Also greift zu. Nebelgras. Oh, 1500 brauchen wir davon. Wow, okay. Das ist geil. Also gewährt generell. Gewährt generell Schutz vor dem Nebel. Das heißt, hier gibt es jetzt auch wieder neue Gegner. Tatsächlich. Oh, ist ja gut, ey. Gute Nacht. Aber tatsächlich, hier am Anfang gibt es dann auch immer wieder genügend. Da gehen wir noch hin. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Keine Ahnung. Oh, da ist auch noch eine Truhe. Sehr schön. Okay, hier gibt es wohl nichts. Ich würde sagen, weiter sollte ich es gar nicht gehen. Aber ab dem nächsten Kampf habe ich nicht mehr genügend, um zurückzurennen. Das heißt, ich mache das jetzt hier nur die ganze Zeit hier am Anfang. Jetzt habe ich auf jeden Fall 500. Die wollte der ja vorhin eigentlich haben, aber... Ihr habt genügend Echos und ihr seid nicht tot. Beeindruckend. Sindri, wie macht man etwas aus Nebel? So seltsam es klingt, die Zwerge, die hier lebten, fertigten aus dem Nebel die tollsten Dinge. Achtet auf noch mehr Nebelechos. Damit kann ich viel anfangen. Und wo ist das jetzt? Ich kann nichts herstellen damit. Nilfheim-Legierung, Ivalis rostige Rüstung. Wo finde ich denn Ivalis rostige Rüstung?
Zorn der Drachen. Oh, okay. Ja, hallo? Ah, okay. Interessant. Das rüsten wir mal aus. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, es ist blau, also, aber ich hab... Ich hab da nichts, was ich machen kann. Ach so! Oh. Scheiße. Okay, brauch ich nochmal 500. Wieder nur eine Ausrede, um Hallo zu sagen. Wo sollte ich jetzt wissen, dass das damit gemeint ist? Okay. Wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Und ich werde jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das echt aufnehmen soll für euch. Wie ich hier die Nebel-Chaos-Dinger hier einsammle. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal... Schön mit Ö, das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer in Nilfheim momentan, um unsere Rüstung vielleicht zu verbessern oder eine bessere Rüstung zu machen. Könnte leichter sein als im Muspelheim. Und ja. Ich bin von euch, Gameplays als Hobby, und wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube. Dürft mir gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.